Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Thorsten. Ja, wir sind mal wieder bei On the Road. Warning: 063 established complete new input system. The complete key mapping is set back to default. Do not forget to choose your controller type in the control, also controllers menu. Sprich, es hat mich eben schon gewundert, es hat irgendwelche Updates gegeben, offensichtlich. So, Controllers. Wir wollen natürlich. Ja. Steering Wheel nehmen kann man eigentlich. Genau, Lenkbereich 100%. Effekte, was für Effekte? Akzeptieren, come on. Controller. Eingabe. Ach du Scheiße. W wäre geradeaus fahren, richtig? So, dann first center or zero, all sticks and axes. Now press a button to move an axis to assign. So, dann nehmen wir. Ah, das wäre links. Warum kommt ein nächster Flieger? Auch nicht schlecht. Scheiße, was ist das denn alles? Gearbox brauchen wir erstmal nicht. Blinker lassen wir erstmal übrig. Truck Driver. Ach so, das ist der Fahrer. Strafe Left, Strafe Right. Sollte das vielleicht Straße werden? Truck, so Calibrate. Okay. Center Zero Axis 0 and press any button. Oh, wait. Das wäre dann das da, richtig? Aha. Naja, wir lassen es einfach mal so. Das sieht erstmal wild aus. So, da bleiben wir auch draußen. Audio, Grafik. Grafik, was haben wir hier denn? Vollbild. Natürlich wollen wir ein Vollbild haben. Texturqualität, da wollen wir natürlich eine hohe haben. Harte Schatten, Schattenqualität hoch. Das wollen wir alles auf hoch haben. Das sollte unser System eigentlich schaffen, akzeptieren. So, Spiel, Sprache Deutsch, akzeptieren. Zurück. Was ist die Roadmap? Aha. Zurück. Profile. Profil laden. Gucken, wo wir da bleiben. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Warum rauscht das hier eigentlich so? Oh mein Gott. Es rauscht anders. Geht dieser Zirkus wieder los? Oh mein Gott, muss das denn sein?
Das hatten wir doch alles schon eingestellt. Warum ist denn das jetzt wieder weg? So. So. Replace. Genau, da müssen wir den nämlich nochmal machen. In falsche Richtung gedingenskircht, ne? So. Also, Q und E. Gearbox ab. Nehmen wir den. Gearbox down. Nehmen wir den. So. Flash Left Indicator, Hazard Light. Gut, und wie kriege ich die Karre an? Das war sonst 2 oder was war das? Dann. Ob das funktioniert, Fahrzeug, was haben wir da denn? Ah, okay, MAN. Trucks, Trailer coming soon. Aha. Gigaliner. Okay. So, wie komme ich da wieder raus? Zurück. Okay, wir wollen mal gucken. Warum kann man die Einstellung nicht einfach so lassen? Man muss wieder dran rumspielen, dass wieder nichts mehr geht, dass ich mich wieder aufregen muss über diesen Scheiß hier. Vor allen Dingen bei diesem Profil, warum bin ich immer wieder vor dieser dämlichen Halle und nicht vor meinem eigenen? Was soll das? Abbrechen. Wo kann ich denn jetzt dieses blöde Profil löschen? Ja, lösch mal, weil setzt mich ja sowieso immer wieder aufs nächste zurück. Profil erstellen. Ehrlich akzeptieren. Fangen wir eben wieder von vorne an. Wir gönnen uns ja sonst nichts. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier. Okay, anspringen tut er trotzdem nicht. Das Lenkrad steht falsch. Es macht echt. Ich habe mich beim letzten Mal wirklich gefreut über diese Folge. Ja, ach, Complete New Input System. Ja, also Complete Key Mapping is set back to default. Ja, wie schön. Ich hatte meinen Controller ja auch nach 3 Jahren endlich mal mit Mühe und Not eingestellt. Jetzt funktioniert wieder nichts mehr hier. Mann, Mann, Leute, ehrlich. Dafür habe ich 15 Euro ausgegeben. Es tut mir mittlerweile echt leid.
Das nutzt mir alles nichts hier, weil ich nicht. Keypad 6, was für ein Keypad? Ist auch der Sitz, das interessiert mich nicht. Wie kriege ich die Karre an? Und wenn ich Deutsch auswähle, möchte ich dieses hier auch in Deutsch haben. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es steht hier nirgendwo mehr, wie ich das Ding ankriege oder. Das ist das Nebellicht, das ist ganz wichtig. Disable Steering Wheel, ganz wichtig. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Lenkrad funktioniert. Das Lenkrad steht völlig falsch. Ja, Freunde, ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber dadurch, dass man natürlich intelligenterweise mal wieder alles verändert hat, was die Steuerung angeht, ich jetzt im Moment nicht mal mehr ansatzweise finde, wie ich diese Gurke überhaupt ankriege, lassen wir es für dieses Mal, vielleicht beim nächsten Mal mehr, aber ich glaube, so langsam schmeiße ich dieses Game echt von meinem Rechner runter. Es nervt einfach nur noch. Es ist jedes Mal irgendetwas Neues, was nicht funktioniert. Und sorry, ob Early Access oder nicht, aber so macht keinen Spaß. Lass die Scheiße doch einfach mal so, wie es ist, wenn es funktioniert hat. Das muss man wirklich mal so sagen. Jetzt hatte ich es nach viel Mühe und Not so, ich kriegte mein Auto an, das Lenkrad hat vernünftig funktioniert und alles und hier passiert nichts mehr. Scheibenwischer haben mal auf P gelegen.
Okay, soll's für dieses Mal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.